CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es ist, das wissen wir, eine Kunst, von der Kunst zu leben. Natürlich gibt es Maler, Bildhauer, Musiker, Schauspieler, die für ihre Auftritte und Werke hohe Gagen und Honorare bekommen, aber das sind die wenigsten. Die allermeisten Künstler leben eher schlecht als recht von ihrer Arbeit. Die Versicherten in der Künstlersozialkasse verdienen im Schnitt weniger als 1.500 Euro im Monat brutto. Kein Wunder also, dass viele Kreative die Kunst doch lieber nur als Hobby betreiben und sich fürs ganz normale Überleben einen verlässlichen Brotberuf suchen. Aber natürlich lebt eine Kulturnation wie die unsere wesentlich von denen, die ihr ganzes berufliches Wirken in die Kunst investieren. Schaut man jetzt mal, wie es in anderen Ländern läuft, dann stehen wir auch wieder ganz gut da. Ein Konstrukt zum Beispiel wie die Künstlersozialversicherung ist weltweit einzigartig. Jetzt weiß ich natürlich, dass viele Unternehmer die KSK lieber heute als morgen abgeschafft haben wollen, aber ich sage auch, es steht uns als Kulturnation gut zu Gesicht, dafür zu sorgen, dass unsere Künstler und Publizisten ordentlich Renten-, Kranken- und Pflegeversichert sind. Das zeichnet uns in positiver Weise aus. Aber natürlich kann man dieses gute System der sozialen Absicherung der Kreativen auch noch besser machen, allerdings mit Sicherheit nicht so, wie Sie das im vorliegenden Antrag vorschlagen. Ihre Forderungen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, scheitern schlicht und ergreifend an der Realität. Die Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Sozialversicherung ist nämlich hoch, grenzenlos hoch ist sie aber nicht. Jeder Zweig der Sozialversicherung, sei es die Arbeitslosen-, die Renten- oder die Krankenversicherung, ist ein fein ausbalanciertes System. Und an diesen Systemen wollen Sie Änderungen, tiefgreifende Änderungen vornehmen, sozusagen mit dem Vorschlaghammer. Und das im Namen der Kunst. Das kann natürlich nicht gut gehen, denn während Radikalität in der Kunst ja durchaus ihre Berechtigung hat, ist sie bei vernünftiger Sozialpolitik fehl am Platz. Die sozialen Sicherungssysteme müssen ihre gesetzlich vorgesehene Funktion erfüllen, das ist klar. Genauso wichtig ist es aber, dass weder Arbeitgeber noch Beitragszahler oder künftige Generationen übermäßig belastet werden. Und nicht umsonst hat Rot-Grün mit der Agenda 2010 zum Beispiel die Rahmenfrist in der Arbeitslosenversicherung auf 2 Jahre gesenkt, die Anwartschaftszeit aber bei 12 Monaten belassen. Das hat Wirkung gezeigt. Seit fast 5 Jahren ist der Beitragssatz stabil. Und so bleibt den Beschäftigten schlicht und ergreifend mehr netto vom Brutto. Die Lohnnebenkosten bleiben niedrig, ohne dass die Arbeitslosenversicherung ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen könnte. Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich natürlich in den vergangenen Jahren verändert. Und das beschreiben Sie in Ihrem Antrag auch ganz korrekt, wenn auch etwas überspitzt. Es gibt tatsächlich eine Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse. Es gibt tatsächlich mehr Befristungen. Es gibt tatsächlich mehr Teilzeitbeschäftigungen und Jobwechsel, und da sind die Künstler und Kreativen vorne dabei. Aber all das verhindert trotzdem nicht, dass man beispielsweise in der Arbeitslosenversicherung innerhalb von 24 Monaten 12 Monate Anwartschaft erwerben kann. Das ist auch möglich, wenn man in Teilzeit oder befristet beschäftigt ist. Rahmenfrist und Anwartschaft sind eben nicht beliebig gewählt. Sie garantieren die Stabilität der Versicherungssystematik. Wir dürfen das, was gut funktioniert, eben nicht einfach über den Haufen werfen. Wir sollten Änderungen genau an den Stellen beschließen, wo wir das System zielgenau noch besser machen können. Und natürlich gibt es spezielle Erwerbsbiografien, besonders bei den Kulturschaffenden. Die Sonderregelung für überwiegend kurzfristig Beschäftigte beim ALG I zum Beispiel macht eben genau dort Ausnahmen, wo es strukturelle Nachteile für Künstler gibt, etwa bei Schauspielern, die immer wieder kurze Engagements haben. Sie haben einen Anspruch, wenn sie innerhalb von 2 Jahren 6 statt der sonst üblichen 12 Monate Anwartschaftszeit erfüllen. Diese Sonderregelung haben wir bis 2018 verlängert, und es bleibt eine Aufgabe für die kommende Legislaturperiode, mit effektiven Instrumenten den Zugang der Kulturschaffenden zur Arbeitslosenversicherung zu verbessern. Wir bleiben aber trotzdem dabei, wir machen nur dort Ausnahmen, wo es tatsächlich strukturelle und ganz branchenspezifische Nachteile auszubessern gilt. Wir wollen eben nicht durch undifferenzierte Pauschalregelungen, wie Sie sie fordern in Ihrem Antrag, die Stabilität der ganzen Arbeitslosenversicherung gefährden.
Gleiches gilt im Übrigen für die Renten- und die Krankenversicherung. Hier haben wir mit der Künstlersozialversicherung seit über 30 Jahren ein besonders gut funktionierendes Instrument, das freischaffenden Künstlern und Publizisten den Zugang zur gesetzlichen Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung garantiert. Und wir haben mit dem Künstlersozialversicherungsstabilisierungsgesetz zu Beginn der Legislaturperiode für ein wirklich stabiles finanzielles Fundament gesorgt und die Künstlersozialversicherung so zukunftsfest gemacht. 185.000 Kulturschaffende verlassen sich darauf. Und wir werden auch weiterhin darauf setzen, die Risiken der speziellen Erwerbsbiografien von freien Künstlern und Publizisten so abzufedern. Wir haben aber nicht nur die gesetzliche Sozialversicherung im Sinne der Kunst- und Kulturschaffenden gestärkt, sondern auch bei den Kriterien der Kulturförderung mehr Wert auf die soziale Dimension gelegt. Gerade bei der Novellierung des Filmförderungsgesetzes haben wir schon viele solche Elemente verankert, wie Sie sie ja auch fordern. Zum Beispiel erhält die Filmförderungsanstalt eine neue Aufgabe. Sie soll darauf hinwirken, dass in der Filmwirtschaft eingesetztes Personal sozialverträglich beschäftigt wird. Ob und in welchem Maße die sozialen Standards dann tatsächlich eingehalten werden, wird man künftig im Förderbericht nachlesen können. Und das wird dann auch eine wichtige Grundlage für die nächste Novellierung des Gesetzes sein. Wir nehmen aber auch jene in den Blick, die auf der anderen Seite der Leinwand sitzen. Und das sind vor allem wegen des demografischen Wandels immer mehr alte Menschen oder Menschen mit Behinderungen. Menschen mit Seh- oder Hörbehinderungen zum Beispiel wird deshalb der Zugang zu geförderten Filmen erleichtert. Als Bedingung für eine Förderung muss eine barrierefreie Fassung des Films künftig in den Kinos in geeigneter Weise zugänglich gemacht werden. Sie sehen also, wir haben die Kriterien auf eine vielfältige und sozialverträgliche Förderung ausgelegt. Sowohl bei der Kulturförderung als auch bei der Sozialversicherung haben wir in dieser Legislaturperiode einiges erreicht. Es bleiben auch noch Projekte für die nächste Legislaturperiode übrig. Überall kann man Gutes noch besser machen, und das werden wir mit Sicherheit auch tun. Dankeschön. Vielen Dank. Jetzt hat der Kollege Burkhard Lienert, SPD-Fraktion, das Wort.